Eine Milliarde Euro für den Libanon. EU will Flüchtlingsströme eindämmen. Israel öffnet den Grenzübergang Erez. Blinken sieht Fortschritte bei der Lieferung von Hilfsgütern. Die OECD sagt für 2024 und 2025 ein stetiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts weltweit voraus. EU verurteilt Gewalt gegen Demonstrierende vor dem georgischen Parlament. Die EU will dem Libanon ein Hilfspaket in Höhe von 1 Milliarde Euro zur Stärkung der Grenzkontrollen zur Verfügung stellen, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Beirut bekannt gegeben hat. Damit soll der Strom von Asylbewerbern, die nach Zypern und Italien weiterreisen wollen, eingedämmt werden. To underline our support, I can announce a financial package of 1 billion euros for Lebanon that would be available from this year until 2027. Der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati begrüßte das Paket. Die Flüchtlingskrise werde nicht auf den Libanon beschränkt sein, sondern sich auf Europa ausweiten, sagte er. Der zypriotische Präsident Nikos Christodoulides war ebenfalls beim Treffen in Beirut anwesend. Zypern hatte aufgrund des großen Zustroms syrischer Flüchtlinge die Bearbeitung derer Asylbeiträge im April ausgesetzt, weil die Bearbeitungszentren überlastet waren. Geflüchtete waren gezwungen, in den Libanon zurückzukehren. Ein Teil der EU-Hilfsgelder soll zur Unterstützung syrischer Flüchtlinge und anderer gefährdeter Gruppen im Libanon verwendet werden. Israel hat den Grenzübergang Erez wieder geöffnet, damit wieder mehr Hilfsgüter in den nördlichen Gazastreifen gelangen können. Hilfsorganisationen warnen seit Wochen vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen. Das Welternährungsprogramm der UN schätzt, dass rund 1,1 Millionen Menschen in Gaza, also etwa die Hälfte der Bevölkerung, mit katastrophalem Hunger und Auszehrung kämpfen. As you can see behind me, those are the first trucks that came here today from Jordan, and we're gonna run this crossing hopefully every day. US-Außenminister Antony Blinken sagte, Israel habe bedeutende Fortschritte gemacht, um mehr Hilfe zu liefern. Er besuchte den Grenzübergang Kerem Shalom mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant, um weitere Möglichkeiten des humanitären Einsatzes zu erörtern. One of the remaining challenges is making sure that when assistance gets through, it can be effectively distributed within Gaza. And we have to make sure that it's not interfered with or impeded by Hamas. Blinken hat die Hamas aufgefordert, das von ägyptischen Vermittlern vorgelegte Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren. Dieses sieht die Freilassung von 33 israelischen Geiseln gegen eine größere Anzahl von palästinensischen Gefangenen vor. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine kurze Feuerpause mit der Möglichkeit, später mit Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand zu beginnen. Blinken sagte, Israel habe mit diesem Abkommen wichtige Kompromisse gemacht und die Hamas sollte diese annehmen. Polizisten in Schutzausrüstung haben pro-palästinensische Demonstranten auf dem Campus einer Elite-Universität in Los Angeles aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Ansonsten würden sie verhaftet werden. Zuvor kam es bereits zu gewalttätigen Ausschreitungen. Eine kleine Gruppe von Studenten, die Schilder und T-Shirts zur Unterstützung Israels und des jüdischen Volkes trugen, demonstrierte auch in der Nähe. In der Nacht zuvor haben pro-israelische Demonstranten das pro-palästinensische Lager angegriffen. Sie warfen Verkehrskegel, setzten Pfefferspray ein und rissen Absperrungen nieder. Erst nach mehreren Stunden griff die Polizei ein. Es wurde allerdings niemand festgenommen. Mindestens 15 Demonstranten erlitten Verletzungen. Muslimische Studentengruppen kritisierten das Nicht-Eingreifen der Polizei. Laut der jüngsten Prognose der OECD werden für die nächsten 2 Jahre gute wirtschaftliche Bedingungen, aber mit einem bescheidenen Wirtschaftswachstum erwartet.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht davon aus, dass das weltweite BIP im Jahr 2024 um 3,1% und im Jahr 2025 um 3,2% wachsen wird. Für Deutschland, das seit längerem als kranker Mann der EU gilt, wird auch in diesem Jahr ein enttäuschendes Wachstum von 0,2% im darauffolgenden Jahr dann von 1,1% erwartet. Für Italien wird ein ähnliches Wachstum von 0,7% in diesem Jahr und 1,2% im Jahr 2025 erwartet. Ungarn und Island folgen dem schwachen Trend dagegen nicht. Für beide Länder wird ein optimistisches BIP-Wachstum von 2,8% im Jahr 2025 prognostiziert. OECD-Generalsekretär Matthias Kormann erklärte, die Politik müsse für Stabilität sorgen und das mittelfristige Wachstum verbessern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die gewaltsame Reaktion der Polizei auf die proeuropäischen Proteste in Georgien verurteilt. Kurz zuvor hatte das georgische Parlament dem umstrittenen Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme in zweiter Lesung zugestimmt. Das Gesetz sieht vor, dass Medien und NGOs registriert werden müssen, wenn sie mehr als 20% ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland erhalten. Mit einem ähnlichen Gesetz werden in Russland Kreml-Kritiker stigmatisiert und eingeschüchtert. Auf X verurteilte von der Leyen die Gewalt gegen die Demonstrierenden und beobachtete die Situation mit großer Sorge. Georgien stehe vor einer Entscheidung und es solle den europäischen Kurs beibehalten. Kritiker fürchten, das Gesetz könnte die Presse unterdrücken und die EU-Beitrittschancen des Landes gefährden. Einer Umfrage zufolge befürworten 81% der georgischen Bevölkerung den EU-Beitritt. We want to be part of the EU, so that's why they need to be extremely authoritarian, totalitarian, violent against the people. But it has its limits. You cannot rule the country which is against you all the time. Die Befürworter des von der Regierungspartei vorgeschlagenen Gesetzes sehen es als notwendig, um Transparenz und nationale Souveränität zu gewährleisten. Seit Wochen kommt es in Georgien zu Protesten für und gegen das sogenannte ausländische Einflussgesetz. Im nächsten Schritt könnte das Parlament das Gesetz verabschieden. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hat den Angriff auf eine Synagoge in Warschau als schändlichen Anschlag verurteilt. Nach Angaben der Polizei wurde die Norsyk-Synagoge in der Nacht angegriffen, als ein mittlerweile verhafteter Verdächtiger versuchte, das Gebäude mit mehreren vermeintlichen Molotow-Cocktails in Brand zu setzen. Das Feuer wurde gelöscht und es wurde niemand verletzt. Der versuchte Brandanschlag wurde von der jüdischen Gemeinde und polnischen Politikern verurteilt. Im Juni wird das Europäische Parlament neu gewählt. Würde die Wahl morgen stattfinden, würden über 30% der Wähler für CDU oder CSU stimmen. So lautet das Ergebnis einer exklusiven Euronews-Umfrage zur Europawahl. Damit sind die Christdemokraten die stärkste politische Kraft in Deutschland. Auch die rechtspopulistische AfD bekommt immer mehr Befürworter. In der Liste der Parteien mit den meisten Unterstützern liegt sie auf Platz 2. Erst danach kommen die SPD und die Grünen. Das ist keine gute Nachricht für Bundeskanzler Olaf Scholz. Im April stärkte die CDU-CSU ihre Position im Vergleich zum Vormonat. Doch die meisten Wählerstimmen hat die AfD dazu gewonnen. Hinter SPD und Grünen findet sich die neue linkspopulistische Partei Bündnis Sahra Wagenknecht, die am 8. Januar 2024 gegründet wurde. Sie liegt deutlich vor der FDP und der Linken. Die liberale FDP des Finanzministers Christian Lindner ist die einzige Koalitionspartei, deren Umfragewerte sich leicht verbessert haben. Im Europaparlament gehört die FDP zu der Fraktion Renew Europe, die liberale und zentristische Parteien verbindet. Unterdessen setzt der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, seine Wahlkampagne fort, obwohl sein Assistent für China spioniert haben soll. Es ist noch zu früh zu sagen, ob der Skandal sein Ergebnis bei der Europawahl beeinflussen wird. Das nächste Europäische Parlament wird erneut den Präsidenten der Europäischen Kommission wählen.
Die jetzige Präsidentin Ursula von der Leyen lotet derzeit die Möglichkeit einer breiten Mitte-Rechts-Koalition aus. Angesichts der vorausgesagten europaweiten Zahlen erscheint der Plan jedoch recht ambitioniert. Das linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht könnte es ebenfalls in das neue Europäische Parlament schaffen. Aktuell kommt es auf 7% der Wählerstimmen. Außerdem gibt es bei der Europawahl keine Sperrklausel. Bonjour, je suis Gibi de Roya Citoyenne. Je fais partie d'une association qui accueille les réfugiés qui traversent notre vallée après avoir franchi la frontière italienne. Et nous les faisons parvenir à Nice pour qu'ils puissent demander l'asile. Si j'étais élu, je m'arrangerais pour que l'argent qui est versé à l'agence Frontex, qui sécurise avec violence et inhumanité les frontières extérieures de l'Europe, soit plutôt dépensé pour l'accueil coordonné et intelligent de ces réfugiés. If I'm re-elected as a member of European Parliament, I would like to set my goals for what people really expect of the European Union, and these are twofold. First, to tackle illegal migration. We need to invest in securing our external borders, so border walls, fences, and a naval blockade. The second part is setting up a really competitive economy, which really means that we need to lower bureaucracy, we need to lower red tape, we need to lower taxes, we need a smaller government, smaller European Union.